Die Meteorite unterscheiden sich sehr stark in ihren Sauerstoff-Isotopen-Zusammensetzungen. Das ist hier einmal gezeigt im 3-Isotopen-Sauerstoff-Plot. 3-Isotopen-Plot deshalb, weil hier 3 Isotope gezeigt sind. Auf der X-Achse ist das Delta-18-16O und auf der Y-Achse ist das Delta-17-16O. Das heißt, hier so nach rechts, beziehungsweise hier auch nach unten, wird es immer 16O reicher. Und weil 16O das leichteste Isotop ist, sagt man auch, dass hier nach rechts oder eben von oben nach unten das Ganze leichter wird im Sauerstoff. Wenn wir uns jetzt mal das Diagramm ein bisschen anschauen, dann zeichne ich als erstes mal noch die, oder zeige noch mal genau, wo die Erde liegt. Die würde ungefähr hier liegen. Also hier in etwa wäre Erde und Mond. Lässt sich hier nicht ganz so gut darstellen, beziehungsweise hier in dem Inset. Das ist das hier. Das ist hier ungefähr an der Stelle Erde und Mond. Was man als erstes sieht hier ist diese terrestrische Fraktionierungslinie. Erde und Mond liegen eben genau auf dieser Linie, die sind fast identisch. Und terrestrische Fraktionierungslinie meint, dass alle Gesteine oder andere Reservoire, also auch Seen, Flüsse oder sowas, die man auf der Erde identifizieren kann, auf dieser Linie liegen. Fast alle, nicht alle, es gibt Ausnahmen. Aber ansonsten liegen die alle hier, das heißt, die fraktionieren entlang dieser Linie aufgrund kinetischer Effekte zum Beispiel. Und diese Linie hat eine Steigung von ca. 0,52. Jetzt gibt es noch andere größere planetare Körper, Mars, die Meteorite von Vesta, die HEDs, deren Gesteine auch praktisch auf dem Mutterkörper noch eine Fraktionierung erlebt haben und deshalb auch auf einer Linie 0,52 liegen, aber parallel zur Erde. Die sind also etwas verschieden. Also Mars liegt ungefähr hier, also nicht arg weit verschoben, das wäre Mars, und die HEDs, die liegen vielleicht hier. Also ein bisschen weiter nach unten verschoben liegt dann Vesta. Aber die liegen alle auf dieser terrestrischen Fraktionierungslinie. Auffallend ist jetzt auch noch, dass die CI-Chondrite hier drauf liegen, auf der terrestrischen Fraktionierungslinie. Und da die ansonsten als identisch zum Sonnensystem angenommen wurde, war man natürlich auch immer der Meinung, dass die CI-Chondrite gleiche Sauerstoffisotopie haben wie das gesamte Sonnensystem und damit eben dann auch die Erde, weil die CI-Chondrite auf der gleichen Linie liegen wie die Erde hier. Ja, die liegen hier beide auf der gleichen Linie. Und deshalb dachte man, okay, die Erde hat auch die Zusammensetzung vom frühen Sonnensystem. Dann hat man mit einer Sondenmission den Sonnenwind gemessen und festgestellt, dass die Sonne in ihrer Zusammensetzung hier unten liegt. Also bei ungefähr minus 60. Und vor allem nicht auf dieser terrestrischen Fraktionierungslinie, sondern auf einer Linie mit ungefähr einer Steigung 1. Die Linie ist auch bekannt als zum Beispiel CCAM für Carbonaceous Chondrite Anhydrous Mixing Line, Jordan-Tilly Line. Es gibt verschiedene Young and Russell Line, es gibt verschiedene Namen dafür. Die Steigungen sind auch mal ein bisschen verschieden. Darum geht es jetzt hier erstmal nicht. Die Sonne liegt auf jeden Fall hier unten und dann gibt es diese Linie hier mit dieser Steigung 1. Auf dieser Linie liegen jetzt sehr viele der kohligen Chondrite. Also hier zum Beispiel die CV-Chondrite, die CO-Chondrite, hier CM-Chondrite und so weiter. Die liegen alle dort. Das heißt, man kann eine Sauerstoffisotope nehmen, um zu klassifizieren. Wird auch gemacht, das ist ein Klassifikationsmerkmal. Auf der anderen Seite, bei den CV-Chondriten sieht man es ganz gut, die überspannen einen ganz schön großen Bereich von fast minus 5 bis 5 Promille, also insgesamt von fast 10 Promille. Und das ist ziemlich viel. Also es ist auch nicht so, dass jede Meteoritengruppe eine sehr, sehr eindeutige Sauerstoffisotopensignatur hätte. Auch nicht die Komponenten. Wenn man jetzt in den CV-Chondriten beispielsweise die einzelnen Chondren anguckt, dann würden die auch hier über einen größeren Bereich spannen. Ähnlich wie die CV-Chondrite selbst. Und das gleiche gilt auch für CAIs, also eine weitere Komponente in vor allem auch kohligen Chondriten, die hier diesen grünen Bereich überspannen, also noch sehr viel leichter, U16 reicher sind in der Sauerstoffisotopie als die kohligen Chondrite. Und dann gibt es noch die gewöhnlichen Chondrite, die liegen hier oben. Also wenn man das mal hier so praktisch rauszoomen würde und das wäre die terrestrische Fraktionierungslinie, dann liegen die gewöhnlichen Chondrite, die drei Gruppen ungefähr hier. Auf einer Steigung vielleicht 0,7 bis 1, ist nicht so ganz klar, was die für eine Steigung hat. Die einzelnen gewöhnlichen Chondritgruppen können sehr gut unterschieden werden in der Sauerstoffisotopie, aber nicht deren Chondren. Also wenn man hier Chondren anguckt von denen, dann liegen die hier alle
irgendwie gemeinsam und nur die einzelnen Chondren überschneiden, oder die Chondrenpopulationen überschneiden sich sehr stark. Nur die Mittelwerte sind charakteristisch, die einzelnen Chondren aber nicht. Die Bedeutung dessen ist noch nicht so ganz klar. Und dann gibt es noch eine weitere Komponente, die hier sehr weit hier oben liegt. Und das sind so Astrosilikate, werden die manchmal genannt oder so. Die haben eine Isotopie von plus 150 Promille. Interessanterweise liegen ja wirklich sozusagen genau in Verlängerung von dieser starken 1-Linie hier irgendwo. Und deshalb ist eben die Vermutung, dass das Sonnensystem hier unten angefangen hat, also nicht hier wie CI hier oben. Also die Erde ist nicht CI-chondritisch, sondern sie ist eben anders. Sie muss sich irgendwie nochmal verändert haben. Das Ganze hat angefangen mit der Sonne hier unten. Dann gab es diese Komponente hier oben und alles dazwischen ist praktisch eine Mischung aus diesen beiden Reservoiren. Also wenn man versuchen würde, das vielleicht anders zu zeichnen, könnte man es eventuell auch so darstellen, dass man sagt, wenn das jetzt das Isotopendiagramm ist und hier hat man eine Steigung 1-Linie. Ja, das ist jetzt hier Steigung ungefähr 1. Dann lag hier die Sonne bei minus 60, minus 60 ungefähr. Und hier oben lagen diese, bei plus 150, lagen diese Astrosilikate, wie immer man die nennen will. Und dann hat sich hier Material gemischt und dabei haben sich hier so die CAIs dann irgendwie gebildet. Dann hier die kohligen Chondrite. Und hier dann die Erde zum Beispiel und hier der Mars und hier Vesta. Und weil es auf der Erde eine Fraktionierung gab, hat sich hier dann noch so diese Fraktionierungslinie der Erde ausgebildet. Mit 0,52 und hier die Fraktionierungslinie von Mars auch mit 0,52. Man beobachtet es auch in einzelnen, zum Beispiel in CM-Chondriten. Ja, wenn das hier die kohligen Chondrite sind, sieht man auch bei CM-Chondriten so eine Linie. Die dominante Linie ist also im Grunde genommen die hier und die anderen sind so Linien, die sich dann sekundär durch Alterationsprozesse oder sowas darüber lagern. Und das praktisch. Das ist das, was man aus den Sauerstoffisotopen sehen kann. Und dabei kann man allerdings noch sehr weit weiter ins Detail gehen. Das ist die Einführung zum Sauerstoffisotopendiagramm.